C'est Madame von Cramonto-Badel qui a la parole. Kolleginnen und Kollegen, auch für die sozialistische Fraktion möchte ich den Berichterstattern, beteiligten Berichterstattern ganz herzlichen Dank aussprechen. Aus unserer Sicht dienen beide Berichte dazu, die rechtsstaatlichen Normen in dem beteiligten Land, also in Aserbaidschan, zu wahren und nicht ein einzelnes Land zu stigmatisieren. Insbesondere auch der Bericht von Christoph Stresser, Herr Volonté hat es gerade angesprochen, steht in der Tradition des Europarates. Ja, er befindet sich in der Kontinuität der belgischen und britischen Vorgänger als Berichterstatter zur Frage der politischen Gefangenen in Aserbaidschan. Der Berichterstatter, in dem Fall Christoph Stresser, hat nicht mehr oder weniger getan als die im Oktober von der Versammlung noch einmal ausdrücklich bestätigten Kriterien für die Definition von politischen Gefangenen anzuwenden. Die schon von den Vorgängern angesprochenen Probleme sind aber leider noch nicht gelöst. Deshalb steht die Versammlung in der Pflicht, sich für die betroffenen Menschen dort einzusetzen. Denn die internationale Gemeinschaft und insbesondere auch die Zivilgesellschaft in Aserbaidschan, allen voran die Familien und Freunde der immer noch einsitzenden Politiker, Journalisten und Jugendaktivisten, schaut sehr aufmerksam auf das, was wir hier in Straßburg beschließen. Das Zweite, es gibt keinen Gegensatz zwischen dem Rechtsausschuss und dem Monitoring-Ausschuss, jedenfalls nicht zwischen den Berichten in der Form, wie sie in den Ausschüssen beschlossen wurden. Es gibt eine normale Arbeitsteilung zwischen dem Monitoring und dem Rechtsausschuss oder Menschenrechtsausschuss als dem für die Frage der politisch Gefangenen zuständigen Fachausschuss. Der Monitoring-Ausschuss hat in verdienstvoller Weise die Probleme beschrieben, die Aserbaidschan in Sachen Demokratie und Rechtsstaatlichkeit im Allgemeinen bewältigen muss. Er konnte aber in Einzelfragen nicht ins Detail gehen, wie der Rechtsausschuss in seinem Bericht. Solche Sachen gab es immer wieder. Wir sehen das im Magnitsky-Fall. Wir haben das gesehen im Fall von Herrn Marti zu der Situation im Nordkaukasus. Und deswegen ist das wichtig, dass wir bei dieser Arbeitsteilung bleiben. Der dritte Punkt. Das Problem der politischen Gefangenen in Aserbaidschan ist noch nicht gelöst. Auch nicht nach der Amnestie vom 26.12.2012. Zwar sind an dem Tag 14 Personen von der Liste freigekommen, die im Juni im Ausschuss beschlossenen Bericht angehängt war. Weitere 21 Personen sind in der Zeit zwischen Juni und Dezember 2012 freigekommen. Das Problem mit diesen Freilassungen ist aber keineswegs erledigt. Ein Teil dieser Personen ist ohnehin nur freigekommen, weil sie die Strafe komplett verbüßt hatten oder in den Genuss der in Aserbaidschan wie anderswo in üblichen Aussetzung der Reststrafe auf Bewährung gekommen. Ein Oppositionspolitiker ist leider sogar im August 2012 im Gefängnis verstorben. Die im Anhang zum Bericht geschilderten Neufälle zeigen allerdings die Taktik der Drehtürpolitik zur Einschüchterung der Oppositionsparteien und unabhängiger Journalisten. Es werden einige Personen herausgegriffen, dann nach einiger Zeit wieder freigelassen, wofür es internationales Lob gibt, und kurz darauf wieder das ein oder andere Mal eingesperrt. Und jeder weiß ganz genau, es kann ihn oder sie das nächste Mal treffen. Das ist das System der Einschüchterung. Die vierte Sache, die ich unbedingt noch erwähnen möchte: Wir als Versammlung haben ein wichtiges Wächteramt für die Menschenrechte hier in Europa. Wir haben das Recht und die Pflicht, im politischen Raum Verletzungen fundamentaler Rechtsstaatgrundsätze anzuprangern. Und das Fünfte, was auch sehr wichtig ist, der Bericht des Rechtsausschusses verfolgt auch ein wichtiges humanitäres Anliegen. Der Strafvollzug in Aserbaidschan entspricht eben nicht den Grundsätzen. Und deswegen sollten wir auch in dem Bericht immer wieder darauf hinweisen. Vielen Dank. Merci, Madame. Je m'adresse au rapporteur, au co-rapporteur. Vous souhaitez